So, ein grausames Schicksal. So. Runen. 2,4 auf Angriff. Oh, ich habe eine Rune. Ich habe eine Rune. Dann, wie kann ich das... Warte, ah, so, Rune. Okay. Ach, ich kann mittendrin auch mein Geschlecht verändern? Okay. Das sieht aus wie Derek. Das ist lustig. Gut, machen wir uns mal ein bisschen mehr Leben und ein bisschen leichten Schaden, weil also ich benutze fast nur leichten Schaden, deswegen. Oh, ich habe 2 Fähigkeitspunkte bekommen. Bin ein bisschen langsam, der Gute. Ein grausames Schicksal. Machen wir das heute noch. Ist zwar schon 20 vor 10, aber ich würde gerne die Quest jetzt fertig machen. Beziehungsweise töten wir den mal. Hey, ich will mit dir reden. Naja, okay. Natürlich schaue ich überall hin, außer zu Leitern. Eivor, du hast den Auftakt verpasst. Kjötvis Vorposten schmolz dahin, als wären wir der Frühling. Greifen wir also von hier aus an? So ist es und wir sind hungrig auf den Kampf. König Haralds Truppen stehen bereit. Gib nur den Befehl. Das werde ich, doch vor dem Angriff habe ich eine Bitte. Welche? Dass Eivor Kjötvi vor den Toren seiner Feste herausfordern darf. Zu einem Zweikampf bis zum Tod. Ist es das, was du willst? Kjötvi stahl meinem Vater jede Ehre und Würde. Ich werde sie zurückerobern. Wenn es um die Ehre geht, soll sich niemand einmischen. Und sollte Kjötvi vor Beginn der Schlacht sterben, umso besser für uns. Ein Duell. Das wird sehr... ja, ich werde heute nicht sterben. Muss meine Klinge das Werk von Skulls scharfer Schere tun und Kjötvis Schicksalsfaden kappen. Gut gesprochen, mein scharfzüngiger Kriegerskalde. Mögen wir alle das Lied dieser Saga hören. Eivor, auf ein Wort. Ja, oder zwei. Heitam, diese Fehde ist nicht die eure. Und doch kämpft ihr mit uns. Das scheint mir seltsam. Du findest es seltsam, weil du dich irrst. Unser Clan, die Verborgenen, wir bekämpfen Kjötvis Orden schon seit Jahrhunderten. Ihr kamt aus Miklagard hierher, um Kjötvi zu töten? So ist es. Vielmehr kamen wir, damit Heitam ihn töten kann. Mein Lehrling studiert dieses Ziel schon seit Monaten. Ist Kjötvis Ruf außerhalb Nordweges so groß? Nicht sein eigener Ruf, doch der des Ordens, zu dem er gehört. Sie sind, sagen wir, Rivalen unseres Clans. Heitam, dies geht nicht gegen dich oder die Verborgenen. Doch Kjötvi gehört mir. Meine Familienehre steht auf dem Spiel. Das verstehe ich. Was zählt, ist, dass Kjötvi heute stirbt. Darin sind wir uns einig. Das ist erstaunlich, dass er einwilligt. Patsch, patsch. Ich trage eine Leiter. Ja. Gute Suppe. Ja. Entschuldigung. Kjöt!
Kjötvi! Sigurd Hurensohn! Du schreist um meine Mauern wie ein Dieb in der Nacht. Stell dich mir! Dieser Kampf gehört mir, Kjötvi. Sigurd ist nur hier, um zuzusehen, wie mein Rabe sich an dir satt frisst. Sieh mal an! Wieder einmal erscheint Eivor Wolfsmann, um sich an dir zu versuchen. Dies ist meines Vaters Schande. Heute hole ich die Ehre zurück, die er verlor. Ich rufe einen Holmgang aus! Hier! Gegen den Eidbrecher! Du wirst flehen, wie dein Vater gefleht hat, Wolfsmann. Kreischen, wie deine Mutter gekreischt hat. Du hast mein Leben zerstört! Nun nicht! Ey, stopp! Stopp! Hä? Was? Steh auf, Eivor. Heute ist nicht. Ich muss nicht die Kamera anmachen. Warum stirbst du nicht einfach? Wir sind nicht allein, Cutie. Der Allvater sieht zu. Ich muss. Meine Klinge wird dein Blut trinken. Dein Fleisch wird meine Hilfe nehmen. Alter, jetzt weich doch mal aus. Purzelbaum! Weich doch mal aus. Warte. Oh. Ich war noch nicht bereit. Ich habe ein Ast für jeden von euch graben. Die Musik. Na? Bist du bereit? You're gonna die. Warte mal. Ich habe keine Waffe. Wieso habe ich keine Waffe? Tja, mein guter, du bist im Arsch. Ich habe dich die ganze Zeit geboxt. Und du bist schon mal ein Viertel tot. Ja, du bist so tot. Lass mich runter! It's a red arena time. Nee, das macht er jetzt nicht. Schändlicher Trick, Wolfsmal. Du bist das Kind deines Vaters. Richtig. Und was er... Aua. Ich habe gerade voll auf sein Kinn gezielt. Ich habe keine Pfanne mehr. Ah, ihr lebt noch. Ich bin nicht gestorben.
Schuh. Wurde. Was verlangst du von mir? Du erhältst deinen Lohn, Wolfsmann, und den Ruhm meines Todes. Was war in ihnen drin? Die Kid? Rabenclan! Eure Leben sind verwirkt! Kommt her, wenn ihr müsst! In den Schmelztiegel eures Untergangs! Dein Vater ist tot, Gorm! Seine Schuld getilgt! Öffne die Tore und du wirst verschont! Wälz dich in Scheiße, Wolfsmal! Bogenschützen zielen! Raben zeigt keine Gnade! Bogenschützen? Ich will kurz was sagen, weil, warte erstmal. Okay. Ha. War das am Anfang gestorben? Hat er mich wirklich One-Shot gemacht? Ja, das war gestorben. Das zählt nicht. Ich habe meine Cam angemacht. Ich wusste nicht, dass er gleich mich angreift. Ne? Und ganz ehrlich, wie dumm ist dieses Duell? Also so, ja, der Gewinner, der gewinnt die Schlacht. Und wann ist das schon mal so passiert? So, ja, der Verlierer greift es trotzdem an, so ungefähr. Naja, okay. Ich will mal kurz schauen. Kann ich irgendwo Pfeile bauen? Weiß das jemand? Vielleicht Tasche? Hier. Nee, ich kann keine Pfeile bauen, wenn ich mich recht entsinne. Oh, das ist ein Opal. Sehr hübsch. Was macht er hier? Gut. Dann. Let's go! Darf ich hier rein? Na gut. Ah, Leiter. Deswegen haben wir eine Leiter getragen. Cool. Lass mich mal durch. Ich will die Leiter. Opal, Opal da. Hey. Voran! Dir reicht's? Was soll ich da sagen? Der macht gar nichts. Der ignoriert mich. Ich bin eine Frau. Ich brauche keine. Ich brauche keine sanften Handschuhe. Ich mache euch alle platt. Wie erschrocken der mich angeschaut hat. Hier sind Pfeile, das ist sehr gut. So, sehr schön. Cheese, das war eigentlich daneben. Cheese, das war auch daneben. Aber egal. Das war aber jetzt wirklich daneben. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Hi. Guten Tag, die Damen. Guten Tag, der Herr. Oh, die schießen ja mit Pfeilen nach uns. Uhu.
Bist du von mir? Ja, du gehörst mir nicht. Ah, ich muss da unten. Das Schloss kann von innen zerschlagen werden. Let's go! Nee, nicht hier. So. Aua, das hat mir weh getan. So, dann wollen wir mal. Das ist ja leicht. Ey. Vorsicht, ich bin beschäftigt. Oh, der ist mit uns. Schöne Schüsse. Das sind richtig schöne Schüsse. Gibt's hier einen Bogen? Einen Bogen, was glaube ich. Nee. So, wo gibt's hier den? Ja. Hast du einen Feind? Nee, ich glaube nicht. Ah, hi. Aua. Aber wie, ich sterbe so oder so. Glaubst du bist du bist heftiger als der Blöde? Ich habe keine Waffen. Keine Falle mehr. Okay, der ist wirklich ein bisschen heftig. So, ich muss mal ein bisschen essen. Oh, hi. Die gehören mir. Wieso ist der heftiger als der? Oh, ich konnte dich ausweichen. Oh, Arm durchtrennt. Ja, nice. Trauerbringer, das ist ein Trauerspiel hier. Alter, Junge. Hallo, könnt ihr aufmachen bitte? Ja, nee, okay. Er muss ja nicht. Ja, ich bleib bei der Sache, keine Angst. Keine Sorge. Alter. Ja, mit zwei Äxten geht's schon ganz gut. Kann ich hier hoch? Ja. Ach, ich brauch gar keinen. Willst du runter? Gut. Hallo. Wenn in Assassin's Creed Odyssey die Schilde so leicht brechen würden wie hier, wäre es schon echt, wäre es echt kein Problem. Hat er gerade sein Schild nach mir geworfen? Lustig. Wieso hat er sein Schild weggeworfen? Oh, die beschießen mich. Mhm. Oh, warte, ich mache jetzt einfach mal die Tür auf.
So. Schlag dir Schädel ein. Vergießt ihr. Oh, hier schreibe ich auch ziemlich viel. Warte mal. Ich antworte dann gleich drauf. Alter. Wieso geht das hier so leicht? Das geht ganz schnell. Ja, das stimmt. Das geht wirklich ganz schnell. Das sind ja wirklich räudige Wachen, die einfach die ganze Armee durchlassen. Hatten die in die Kirche? Die Wikinger hatten doch keine Kirchen. Oder? Täusche ich mich da. Ich glaube, die hatten wirklich keine Kirchen. Es kam erst später mit den Raubzügen nach England. Da haben sie ein paar Mönche mitgenommen. Also als Sklaven. Und die. Oh nein! Und die haben dann angefangen so zu missionieren. Eine blinde Rachsucht macht dich berechenbar. Du bist nur ein Schatten deines Vaters, Gorm. Schwach und geistlos. Und du wirst diesen Ort nur als Asche im Wind verlassen. Der zündet es an. Oh, der ist. Sorry, Junge, das ist Assassin's Creed. Ich bin. Ich sollte wirklich den Mund nicht so voll nehmen. Ich weiß gerade nicht, was wir sehen. Ah! Gormfleet. Sein Vater starb heute zweimal. Ach, schön. Ah, da hätte ich eigentlich sein sollen. Sehr blaues Gesicht gerade. Eivor, der Schlachtatem steigt mir von der Stirn. Die Skalden werden diesen Tag besingen. Der Tag ist unser, doch Gorm ist entkommen. Er floh nach Norden, in König Haralds Reich. Lass dieses geschundene Ferkel fliehen, wohin es will. Sein Vater ist tot, sein Clan zerstreut. Wir herrschen in Rügjafylki. Ein zahnloser Welpe kann zu einem gefährlichen Wolf heranwachsen. Eivor, lass es. Hör zu. Du hast deine Ehre wiederhergestellt. Genieße den Sieg. Und morgen wird gefeiert. Du hast recht, Bruder. Du hast immer recht. Gudurm, übermittle die Nachricht unseres Sieges deinem Neffen, dem König. Das habe ich bereits, Sigurd. Er wird höchst erfreut darüber sein und euch einen Ehrenplatz bei seinem Ting in Alrekstadie einräumen. Sag ihm, wir kommen. Von der Schlacht berauscht und Ruhmeslieder singend. Suche die Gesellschaft von Königen und bald hast du deine eigene Krone. Wenn die Nornia es so vorsehen, bleib hier und plündere, was du kannst. Ich überbringe Vater die Neuigkeit unseres Sieges, bevor er zu Haralds Ting aufbricht. Ich weiß, Sühnen. Ein andermal. Was? Ich will noch plündern.
Ich habe zwei Fähigkeitspunkte geplündert. So, Reittier rufen. Jetzt kann ich auch ein Reittier rufen. Okay, aber erstmal, also ich würde jetzt plündern und dann würde ich für heute aufhören. Es ist schon 10 Uhr und jetzt fängt er wieder an zu ruckeln. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Sühnen, leite mich. Sühnen, also der Name klingt echt cool. Der Name klingt wirklich cool. Der Fall des große Haus. Ist eine Kirche, ja, aber voll nice. Okay, dann das wollen wir dann nächstes Mal. Okay, dann lass mich mal hier rein. Alter, was ist hier los? Erstmal was essen. Brief von Gurdom dem Weißen. Ja, Quirtvi, ich bin Gurdom. Du weißt, wer ich bin. Einige nennen mich den Jäger. Ich spreche im Namen meines Neffen, König Harald. Ein starkes, vereintes Norwegen liegt im... Warte. König Harald. Ist das wirklich König? Traitor, ein starkes, vereintes Norwegen liegt ihm am Herzen und dafür... darüber möchte ich mit dir reden. Ich lade dich in meine eigene große Halle ein. Oder kann, wenn es dir eher genehm ist, zu dir kommen, Gurdom. Aha. Also hat er quasi mit beiden Seiten Eisenstimme. Er hat mit beiden Seiten paktiert. 70. Nice. Das sieht fast so aus wie der vom Hexenkönig. Er hat mit beiden Seiten geflirtet, aber gut, am Ende hat er sich für uns entschieden, ja. Er hat sich halt für die Gewinnerseite entschieden, ne? Also, ja. Aber okay, also das ist jetzt strategisch gesehen auch nicht so schlimm. Also, beziehungsweise für ihn macht es halt sehr viel Sinn. Nein, hat er nicht. Warte mal. Das kommt übrigens von altnordischen Wort Einblick. Oh. Nice. So, dann holen wir uns noch schnell das Goldene. Und dann war's das für heute. Also zu. Wir hätten ohne seine Männer nicht gewonnen, aber trotzdem gekämpft, wo auch immer er seine Männer hingeschickt hätte, die Seite hätte gewonnen. Und er ist vor dem Kampf zu uns gekommen. Also hat er anscheinend, ja. Oder, warte mal. Ich glaube, ich... Geh mal ganz runter. Kann ich das aufschießen? Ja. Nein, es ist offen. Es ist offen. Ja, so fühle ich mich auch gerade. Danke. Jetzt rein da. So.
ein warmer Kopf, ein warmer Topf auf Kissen, okay. Mit Kohlebarren, das ist wunderbar. Sonst nix. Hinten wieder aus. So, dann haben wir, glaube ich, hier alles. Ich will nicht mehr klettern. Ich gehe mal kurz hier rein. Wunderschön. Und dann mal kurz hier rein. Ne? Ja, ganz kurz mal hier rein. Hier geht's nicht rein. Na gut. Dann speichere ich mal kurz. Und dann war's das für heute.